Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder hier bei uns im Bettenhaus Ullmann auf der Bahnhofstraße. Das Thema heute, das Wasserbett. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man ein Wasserbett entlüftet. Oh, wer bist du denn? Ich bin die Maus Pauline. Und was machst du hier? Ich schaue mir die Weltgeschichte an. Das ist ja toll. Ja, und was hast du hier für ein Teil? Ja, ich war vor kurzem in Bagdad und habe dort einen Jungen kennengelernt, irgendwie Celadin oder Beladin, irgendwie so hieß der. Du meinst Aladin? Ja, genau, so hieß der. Das ist ein Stück von seinem fliegenden Teppich. Das hat er mir ausgeliehen. Das ist ja toll. Und was machst du jetzt hier gerade? Ich bereite gerade einen kleinen Filmbeitrag vor. Oh, na gucken wir da. Und worum geht's? Das Thema heute hier ist Wasserbett. Oh nee, ist nie wahr. Wasserbette, das ist ja ganz was Neues. Nee, nicht ganz. Schon die alten Perser nutzen die Vorläufer der Wasserbetten. Die haben damals Ziegenhäute mit Wasser gefüllt, haben die in die Sonne gelegt und sich dann abends drauf. Und so hatten sie ein warmes Übernachtungsstellchen. Ah, die wussten schon, was gemütlich ist. Warum schlafen die auf dem Wasser und trinken das nie? Die haben das Wasser dann aus den Wasserziegenhäuten dann hinterher getrunken. Das war für die wie eine Art Limoflasche für uns heute. Aber schon vor gut 150 Jahren die neuere Technik haben erst entwickelt. Die haben eine dünne Latexplane auf eine Art Badewanne gelegt, die mit Wasser gefüllt war und konnten so Brandopfer relativ schmerzfrei lagern, also die Vorläufer des Wasserbettes. Oh, na gucken wir da. Und die sind wohl nie ertrunken. Das wäre ja meine größte Angst, dass ich im Wasserbett ertrinke. Nein, keine Angst. Ca. 80% der Menschen, die sich ein Wasserbett zulegen, entscheiden sich für dieses, weil sie Rückenschmerzen haben, weil sie an Rückenschmerzen leiden. Weil in einem Wasserbett kann man relativ weit einsinken. Man vergrößert so die Kontaktfläche Schläfer-Matratze und verringert somit den Körperdruck. Das ist Physik 5. Klasse. Ist nicht wahr. Und was ist mit dem Wellengang? Den kann man sich vorher aussuchen, indem man bei der Kauffindung verschiedene Beruhigungen ausgiebig testet und dann hinterher seine Dämpfung, seine Beruhigung im Wasserbett findet. Oh, das sieht so gemütlich aus. Da würde ich am liebsten gleich ein Nickerchen machen. Das kann man tun. Die sanfte Bewegung lässt den Schläfer ähnlich wie bei der Mutti und dem Baby im Bauch wiegen. Und so ist die Welle dann wirklich nur relativ. Ah, und das Wasser, ist das denn nicht kalt? Da zieht es mir doch die Wärme aus dem Körper. Nein, im Wasserbett sind Heizungen unten drunter. Das muss man sich vorstellen wie eine riesengroße Wärmflasche. Und das warme Wasser, das kann man individuell die Temperatur einstellen. Von kühl bis mittel bis warm, von 27 bis 31 Grad. Das heißt, im Winter stellt man es 1-2 Grad wärmer, 31, und im Sommer tut man es kühler stellen. Und somit hat man die Klimaanlage inklusive. Und hier ist zum Beispiel mal ein Einbaubett simuliert. Das ist die fiktive Bettsage. Die Bodenplatte, unten drunter ein Sockel. Eine Wärmekaschiermatte zur Wärmeisolierung. Ein unterer Teil des Kipprahmens. Ein oberer Teil des Kipprahmens, der innen verschraubt wird, welcher dann mit leichtem Druck geöffnet werden kann. Hier kann das Spannbetttuch rein und wird durch die Wasserlast dann festgehalten. Hier drinnen haben wir mal eine Heizung, die innenwendig mit Heizelementen versehen ist. Über alles kommt dann eine Sicherheitswanne. Wenn mal die Kinder mit der Schere ins Bett gehen wollten, bleibt das Wasser also dort, wo es hingehört. Der Wasserkern, der hat innenwendig jetzt verschiedene Arten von Fließlagen, wo das Wasser sich durchquetschen muss. Umso mehr Fließlagen, umso eher ist das Bett beruhigt, umso weniger Fließlagen, umso mehr Welle ist da. Gleichzeitig ist der Wasserkern mit einer Art Wäscheleine vernäht, die dann auf der Rückseite, wie beim Schlauchboot, fixiert werden und das an vier Stellen. Bleibt also der Fließkern dort, wo er hingehört. Wasser rein, der Bezugsdeckel oben auf und das Wasserbett ist dann nutzfähig. Die Wärme löst Verspannung, Verkrampfung im muskulären Bereich und lindert somit Rückenprobleme. Oh, das klingt ja gerade für mich als Frau so richtig perfekt. Ich bin ja immer so ein bisschen ganz schnell am Frieren, aber das darf keiner wissen. Manche ziehen Bettsocken an und manche schlafen im Wasserbett. Und wie ist das mit dem restlichen Aufbau? Wie funktioniert das? Das zeige ich dir gleich mal. Komm mal mit rüber.
Und da haben wir jetzt hier verschiedene Arten von Kopfteile. Ob das Holz oder Stoffvarianten in verschiedenen Höhen und Größen. Und dann haben wir verschiedene Unterbauten, ob mit Splittrahmen, höhere Varianten, Boxspringoptik. Und die können wir dann auch noch verschieden farblich kombinieren. Boah, super! Verschiedene Arten von Farben, vom Sockel oder Leder oder Stoff. Man kann das jetzt alles kombinieren, wie man es gerne möchte. Und dann kommt am Ende das Wunsch- und Traumbett raus. Und so kann man sich Betten zusammenbauen, wie man gerne möchte. Mit allen Farben, Stoffen, Liegeberuhigungen und so weiter. Das heißt, das Wunsch-Mausbett ist dann machbar. Ich muss jetzt erstmal wieder weiter, aber das klang sehr interessant. Ich muss da mal echt mit meinem Mann drüber reden. Ja, Pauline, schön, dass du hier warst. Ich bedanke mich für deinen Besuch. Und wenn du das nächste Mal in der Ecke bist, komm doch einfach vorbei. Und wenn du irgendwas zum Schlafen brauchst, weißt du, wo du dich findest. Auf der Bahnhofstraße in Freiberg. Tschüssi. Tschüss. Und nun war sie weg. Ja, ich bedanke mich, liebe Zuschauer, beim Kanal 9 für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielleicht sehen wir uns in diesem Kanal irgendwann mal wieder. Tschüss.